Ja, hi, willkommen, mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. Warum ist der Ladebildschirm so lang? Ich habe nur mal kurz geladen, meine Güte. So. Und zwar porten wir uns direkt nach Grey Garden, weil die brauchen da unsere Hilfe, ne? Hätte ich vielleicht offscreen auch noch machen können, aber was soll's. Ich habe mich mal, weil ich paranoid war, nach hier dem Bruderschaftsstützpunkt geportet, weil ich habe ja in der letzten Folge aus Versehen jemanden angeschossen von denen und nicht, dass irgendwie, naja, irgendwie so heißt, ja, ich bin auf einmal doch verfeindet mit der Bruderschaft und so, deswegen habe ich mich kurz dahin geportet, aber als ich mich hingeportet habe, stand da fehlgeschlagen, Grey Garden oder wie auch immer, konnte nicht verteidigt werden und ja. Also, ja. Deswegen porte ich mich ja ganz schnell hin, damit das hier schnell erledigt ist und so weiter und so fort. Uff. Hau die schnell kaputt und dann machen wir weiter. Wir gehen wahrscheinlich eine Mission ab erstmal, damit ich Erfahrungspunkte und so komme. Ah. So, alle erledigt. Ja. Ob die Roboter hier irgendwelche. Nein, wahrscheinlich ja nicht die ganze Zeit vor mir. Irgendwelche Probleme haben mit so ein paar Supermutanten. Na, Munition bitte. War es aber noch nicht anscheinend. Schönes Wetter, oder? Irgendwie nicht. Ja, ist ja noch jemand, weil sonst wird hier irgendwie stehen. Abgeschlossen oder so, glaube ich. Ja, hallo? Was ist denn da oben noch? Ja, abgeschlossen. Gib mir Belohnungen und so. Wer auch immer hierfür zuständig ist. White? Ich fürchte, ich gebe keine Autogramme. White. Rede er mit mir. Boah. Wirklich toll, dich zu sehen. Brown? Morgenstund hat Gold im Mund. Hallo, ich habe euch geholfen. Gib mir was. Oder läuft hier noch irgendjemand rum? Green? In Grey Garden ist der Preis immer heiß. Ach, du bist ein Händler. Stimmt. Klingt gut. Ich habe noch nie mit denen gehandelt, kann das sein? So, irgendwas. Irgendeine Waffe oder so, nö. Weil der kann ich ein paar Waffen loswerden. Beispiel die Schrotflinte, die ich mal finde. Oder die Raider-Klamotten, die zwar nichts wiegen, aber egal. Raider-Power-Armors sind nicht so gut. Ich kann man nur einmal verbessern. Dann sind die Raider 2 Power-Armors. Also nichts Wichtiges. Ja, das ist zu teuer. Hast du Munition? Nicht viel. Gib mir das. Keine Ahnung. 38 für verdammt. Hier, ich brauche Stahl. So. Noch einen ausgenommen. Ja, ich kriege keine Dingens, so wie es aussieht. Doch, was jetzt? Was? Boah, was wollt ihr noch? Was ist denn noch los? Was wollt ihr? Will schon mit mir reden, Leute. Ich merke gerade, das Gebiet ist ganz schön groß, ne? Dafür dann nur dieses Ding hier jetzt. Ich fürchte, ich gebe keine Hallo, ich habe euch geholfen. Gib mir eine Belohnung, verdammt. Oder nicht? Uah. Dann gehen wir hier, rette die Siedler aus Medford Memorial Hospital. Da waren wir sogar noch nicht. Hier mal vom Taffington Bootshaus. Nein, Covenant. Ist das nicht die Stadt, wo ich mich mal mit verfeindet habe? Wo die irgendwie so Leute
so Synths geklaut haben und Experimente mit denen gemacht haben. Sollte ich vielleicht auch mal vorbeischauen. Mal gucken, ob die mich noch kennen. Ob die mich noch hassen oder so. Wäre mal gut, wenn ich mal wieder bei dem vorbeischauen könnte. Vielleicht haben die ja schon vergessen, was ich getan habe. Wohl denen direkt habe ich ja nichts getan, oder? Nur den Leuten, die da ihre Experimente gemacht haben. So, was? Boah. Gregan hat durch einen Angriff Schaden genommen. Was? Boah. Ey, was ist das? Warte, wo ist Grey Garden? Hier. Leck mich. Ich habe denen geholfen. Die haben mir keine Belohnung gegeben und die Mission abgeschlossen. Ihr könnt mich doch mal. Boah. Ja, mach mal das hier. Sammeln wir mal ein paar Missionen ein, ich bei Preston abgeben kann und dann hoffentlich ein Level abbekomme. Oh ne. Ich will nicht so viele Spezies ausrotten. Alter. War ich nicht schon mal hier? Wurde ich nicht schon mal von denen wie blöd angegriffen? Alter. Muss mir schon ein bisschen Zeit geben, hier abzuhauen. Ich will ja nicht ununterbrochen angreifen. Und ich bin tot. Bitte Gift, geh weg. Bitte Gift, geh weg. Danke. Oh, ich werde sterben. Geh weg. Ja, sehr gut. Hätte mich meiner getötet. Wo ich jetzt gleich sterben soll, dann wäre ich wieder bei Grey Garden aufgetaucht, hätte irgendwie gucken können, was ich da gemacht habe. Nochmal, nochmal. Ja, warte, wo ist der Kopf? Wo ist der Kopf? Wo ist der Kopf? Was ist das? Roter Witwenblutkäfer, aber geht weg. Und Bock auf euer Gift. Oh, geil. Ah! Alter, warum sind hier so viele? Irgendwie blöd, ich hätte zu meiner Siedlung ja hinlaufen können. Dann hätten die sich um die kümmern können. Sehe nicht, wo er da hergeblieben. Eine Power Armor drin ist, ne? Sieht irgendwie so verdächtig aus, da könnte vielleicht einer drin sein. Ich kann aber halt einen Modenschau mit meinem Power Armor machen. Geschafft. Schade. Sonst nix. Ja, dann weiter nicht sicher, ne? Ha! Sehr gut. So, hat man das erledigt. Weiter im Text. Danke. Ich kann einfach immer so aus dem Nichts Erfahrung bekommen. Kann ich überhaupt tragen? Ein bisschen was. Ich glaube, ich sollte ein bisschen stärker auch noch aufballern irgendwann, oder ich mehr tragen kann. Oh Mann. Supermutant, habe ich aber irgendwie gedacht. Weiß nicht wieso. Aber bleib mal stehen, damit ich dein Explosionsding ja anschießen kann. Ich hoffe, es geht natürlich sofort hoch. Hör ich mal um. Das ja läuft so im ganz normalen Alltag mit so einem Teil herum. Wo sind denn? Ich sehe es gar nicht. Ja, du gehst auf Toilette und das Ding zündet sich irgendwie so. Ja, jetzt hat er das super. Ich kann halt nicht anschießen. Oh doch, okay. Muss auf den rechten Links schießen, gut.
der Ding überall rumschleppen. Also einfach so durch die Gegend damit rumlaufen, so. Ah, nee. Also warte, ich habe Munition hier. Wurf. Naja, verdammt. Komm, hast du dich umgedreht? Piston Packs habe ich 56, die werden nie weniger, sehr gut. Nimm die Finger von meinen Piraten. Meinen Zombie-Piraten. Ah. Noch ein Raketenwerfer. Strahlungsschaden, okay. Oh, hi. Du. Surprise. Was? Was ist Wagen hier? Los, fall mal um, bitte. Er fällt nicht um. Jetzt fällt er um. Geil, bist du? Soll ich irgendwie so zur Standardstrategie machen? Vom Boden schmeißen und dann kaputt schießen. Oder ein? Bin nicht mehr bei 1000. Ja. Ja, ich habe schon gedacht, dass die Supermutanten sind. In Krankenhäusern sind oft Supermutanten. So wie in den Metrostationen oft Ghule sind. Warum eigentlich? Vielleicht sollte ich mich nicht hier. Ja, hier sind Gegner. Sollte ich mich nicht hier so umschauen. Einfach die verdammte Mission hinter mich bringen. Oh, sind. Greife Menschen an. Nein. Bin sowieso mit dem Institut verfeindet, also macht auch keinen Sinn. Macht gar keinen Unterschied mehr, ne? Wenn möglich, den verursachten Schmerz. Sehr tapfer. Aber. So, gehen wir einfach da rein. Schlimm kann schon werden. Airport Memorial Hospital. Ja, ob es ja auch wieder Bethesda Krankenhäuser gibt. Fällt auch ein, in der Nähe von Diamond City war da auch irgendwie mal so ein Ort, wo ich immer reingegangen bin. War, glaube ich, Roboter drin und immer wenn ich so ein paar Schritte gegangen bin, sind Supermutanten aufgetaucht. Bin ich immer wieder gestorben, weil ich zu stark war. Ich sollte vielleicht auch mal irgendwann zurückgehen. Was ist das? Das ist noch halbwegs gut. Oh nee. Weil nur ist er. Da ist noch so einer. Also komm her. Ja, der trifft da sowas von. Nicht allein. Nachschlag gefällig. Echt kacke sein, so einen Kollegen zu haben, der immer neben einen explodieren könnte. Würde mir jedenfalls nicht gefallen. Henkel, du kannst ruhig ein bisschen weiter weggehen, ey. Du musst nicht so nah an die rangehen. Oh, der Baba. Oh, eine gut positionierte Explosion. Mein Gott, Hancock. Wer? Man wird dich hier raustragen. Was? Kommst du denn schon her? Jetzt hin. Ah.
Oha, die hauen alle von mir ab. Was? Oh mein Gott, wie viele Gegner sind hier drin? Ich sag gerade, wie viele rote Zeichen da sind. Hilfe. Ja gut, wenn ich jetzt nicht jede Sekunde abgeschossen werde, ne? Suena. Ist mir eine Zwiebel oder was? Ah! Ist mir gerade den Eier gehauen. Au! Meine Aua! Oh, meine Eier. Ah! Ich bin ja dauerhaft unter Beschuss. Ah, ist gut. Das ist aber noch kein legendärer Aufkommen. Ja, mit der Atombombe klingt jetzt schon wieder sehr verlockend. Boah, ist noch da. Oh nee! Oh nee! Oh, oh, schon wieder der Kopf muss gehen. Alter, das ist ja krass. So. Nein. Meine Güte, warum suchen wir jetzt? Mein Gott, geh weg. Du bist der von oben, ne? So, ich würde gerne den Kopf. Kopf mal an. Ah, ich vergesse das Thema. Wir müssen noch mutieren. Teenage Mutants, Super Mutants. Und ich wieder voll auf die Fräse. Macht die irgendwie Schaden? Dafür eine Menge Munition, Alter. Verkuppel deinen Arm, wenn es geht. Bringt's nicht. Nein, ich möchte jetzt ungern frecken. Nachdem ich 10 von euch erledigt habe. Danke. Meine Güte. Also anstatt die alle irgendwie so kann ich gar nicht nutzen. Oh, keine Strahlung, geil. Also anstatt die hier so alle in dem Gebiet hier zu verteilen, tun die mir alle in einen Raum hier beim Ballern. Oh, irgendwie geil. Ja, wir sind aber nur noch du übrig, also komm her. Ich werde ja wohl auch noch schaffen. Alter, wir sind immer noch viele. Ich habe gedacht, super. Du Sack! Oh mein Gott! So, haben wir es jetzt erstmal. Wenn ich mal 2 Sekunden hier rumlaufen, ohne dass ich abgeknallt werde. Gut, danke. Alter, hier sind immer noch viele. Oh, Hancock, wo bist du? Kannst ruhig mal irgendwo aufstehen. Heilige Mama. Ah, meldet sich auch mal wieder, danke. So, wo gehen wir jetzt als Erstes hin? Gehen wir nach oben. Da sind noch Gegner. Ich dich finde, dich umbringen. So, aber ist ja nett. Ich gehe auch nicht durch die Gegend und bringen andere Leute um. Außer wenn ich Leute umbringe. Vier Stück sehe ich noch. 5. Ah, die ist nichts.
Warte noch, dass irgendwann mal so ein richtig gruseliger Ort hier auftaucht. Noch ein legendärer. Möglicherweise sind die jetzt nicht mehr so ein Problem, so wie früher. Oh, geil. Okay. Wo seid ihr alle? Er hat einen Kilometer weit entfernt. Dann sagt er so was von, ja, ich weiß, wo du bist. Oder ich weiß es nicht. Oh, hi. Schlitscher, wow. Hey, das ist genau wie in der Beschreibung von MacReadys Fähigkeit. Was ist los, wo? Einer. Liegt schon wieder am Boden. Hey, 44er Magnum zu waren auch schon mal stärker ein. Fallout 3 und Vegas. Einzige gute, was Waffen hier angeht, nicht der einzige, was gut ist, aber was aber gut ist, ist, dass die Waffen nicht mehr repariert werden müssen. Wenn die irgendwie, weiß ich nicht, wenn die Kondition von den Waffen schon so ein bisschen unten war, boah, dann ist jedes Mal beim Nachladen so eine extra Animation noch gekommen. Voll nervig war. Was du eigentlich für eine Waffe? Hat der auch eine Magnum wie im dritten Teil? Ist er nicht der gleiche mysteriöse Fremde wie im dritten Teil? Ich glaube, in New Vegas war, glaube ich, auch wieder ein anderer. War der aus dem dritten Teil irgendwie cooler? Der sieht irgendwie so wie so ein Detektiv aus. Sein Sturmbart und den Mütze. Der sieht doch ein bisschen dicker aus, habe ich das Gefühl. MV3 war stylischer. Hm. Oh, hallo. Los, schreien. Jetzt keine Ahnung mehr, wo ich bin, aber ich habe es gemacht. Ja. Also ich dachte, da wäre irgendwas Legendäres. Ach ja, was? Wie denn das schon wieder gemacht? Endlich stehen bleiben, blöder Mann. Bist du? Ihr müsst doch irgendwas Geiles geben, ne? Er ist so heftig hier bewacht. Das muss einfach. Ach, Hancock. Vielleicht hinter dieser Tür. Nein. Vielleicht kann ein Schnitt mal. Geht irgendwie so schnell in letzter Zeit. Ja. Zeit vergeht halt so schnell, wenn man Spaß hat. Und da ist ein Magazin. Massachusetts. Chirurgenblatt 60. Noch mal, ja. Wo doch da auf plus 2% Körperteil schon. Sehr geil. Ist nur effektiv gegen Ghule, aber. Stimmt irgendwann auch. Andere. Wissen wir ja, wenn ich wieder so eine Armbrust hätte wie in New Vegas, wenn man die Beine mit einem Schuss verkuppeln kann. Das war eine richtig nützliche Waffe. Ich vermisse irgendwie diese ganzen selbstgebauten Waffen. Ich meine, irgendwie weiß ich nicht. Die hatten jedenfalls geile Effekte immer. Gibt es aber leider nicht mehr. Vielleicht in DLCs. Mal schauen. Erstmal den DLCs als vorkommt noch. Der nächste kommt ja in einer Woche. Ungefähr. Mit den Robotern. Dann kommt noch irgendwie ein DLC, was irgendwie eine riesige Landmasse noch hinzufügen soll. Zum Hauptspiel oder DLC als und DLC-Gebiet. Was irgendwie die größte Landmasse überhaupt in irgendein Fallout sein soll.
So viel, so wie die Beschreibung jedenfalls schon mal. Und noch einige, die für 2017 schon angekündigt sind. Da werde ich definitiv auf jeden Fall weniger Parts hochladen. Ist das, oh Gott, weit ist. Werde ich wahrscheinlich vollkommen überpowered in die DLCs reingehen. Level, nein, nicht 5000. Oh! Warte, ich hole meinen kritische Treffer-Experten. Boah, wieder nachladen. Hast du gerade deine Hand vom Gesicht gepackt? Meinst du, ich kann meinen kritischen Treffer aus dem Weg gehen? Bleib gefälligst hier. Boah, das war. Da war ein Faustschlag mit meinem Lasergewehr. So sah aus. Ihn so volle Möhre weggeschlagen. So, Kampfgewehr, Körperteilschaden, ja. Yeah. Und ich wiege schon wieder eine Tonne. Ein Raketenwerfer. Ja, da wollte ich auch verkaufen, stimmt. Hab schon eine Todeskrallenklaue, Handschuh. Ist schon so, was? Oh. Bin ich gerade angeschossen? Egal. Wir haben schon wieder 27 Minuten, 28 ungefähr. Und dann würde ich sagen, ich bin bei dir. Den Rest des Krankenhauses tun wir in der nächsten Folge erkunden. Ich bedanke mich allen fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.